Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV und unser SK Sturm hat soeben einen souveränen 3-0-Sieg zu Hause gegen den SV Mattersburg einfahren können. Die Blackies damit weiterhin einzementiert auf dem zweiten Tabellenplatz. Also nach unten sollte jetzt wohl wirklich nichts mehr passieren, hoffentlich. Und es war gegen Mattersburg der souveränste Auftritt seit Jahren, würde ich mal sagen sogar. Sturm, vor allem in der ersten Halbzeit, haben sie mir sehr, sehr gut gefallen. Sturm dominant, Sturm wirklich mit schönem Kombinationsspiel, mit Tempo. Also genauso, wie man sich das als Fan vorstellt. Natürlich auch ein bisschen Gänsehaut-Feeling vor Beginn der Partie eben. Die Meistermannschaft von 1998 auch zu Gast gewesen zum größten Teil. Also mit natürlich Ivica Osim und Konsorten. Richtig, richtig geil die Stimmung von Anfang an gewesen. Und unsere Blackies haben auch dementsprechend die Leistung gleich mal so setzen können. Ihr merkt meine Stimme mal wieder wirklich am Verrecken, aber ich glaube, wir werden das Ganze durchbringen. Sturm eben druckvoll von Beginn weg an. Nach einer halben Stunde geht man dann aber auch endlich in Führung durch Danny Allard, der sowieso heute einer der prägenden Leistungsträger der Blackies sein sollte. Janscher setzt sich schön durch im Duell gegen einen Mattersburger. Bisschen Ballglück, bisschen Wille und bringt den Ball dann schön zu Danny Allard und der schlänzt das Ding dann rein und trifft nach einer halben Stunde eben zur 1-0-Führung unseres SK Sturm Graz. Sturm kann dann auch dementsprechend schön nachsetzen. Wieder über die linke Seite. Dieses Mal war es, glaube ich, Röcher, der den Ball hereinbringt zu Essay. Essay scheitert dann an Gegenspieler, Torwart, ein bisschen Torwartbo das Ganze. Auf jeden Fall kommt der Ball wieder vor die Füße von Danny Allard und der macht ihn richtig wieder rein. Das ist auch der Pausenstand. Mattersburg vor der Pause mit zwei, drei Möglichkeiten. Ein Schuss von Seidel, ein Kopfball von Malic, glaube ich. Aber im Endeffekt nie wirklich, dass man das Gefühl haben musste, dass die Mattersburger da wirklich rankommen. Im zweiten Durchgang das Ganze eigentlich zu Beginn ein bisschen verhaltener unserer Jungs. Mattersburg hat die ersten 5 Minuten so ungefähr dann doch bestimmt, hat probiert nochmal heranzukommen, aber hat das auch nicht geschafft. Und dann kam Essay, bam! Freide Essay, Hammer-Tor aus knapp 40 Metern, knapp hinter der Mittellinie. Haut der Typ einfach mal drauf und der geht richtig, richtig geil ins Tor für mich. Tor des Monats Minimum. Richtig geile Sache und damit war der Kuchen dann auch gegessen. Mattersburg konnte nicht mehr. Sturm hat sich schon ein bisschen geschont für den Cupschlager am Mittwoch gegen den SK Rapid. Und ja, dementsprechend das Ganze dann auch so ausgegangen. Mit dem 3-0 kann ich persönlich sehr, sehr gut leben. Die Jungs haben ihre Arbeit perfekt abgeliefert, nahezu perfekt. Das ein oder andere Tor wäre vielleicht noch drin gewesen. Aber ja, wenn am Mittwoch jetzt Rapid noch geschlagen wird, dann bin ich wunschlos glücklich. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Auf die Schwarzen! Ciao, ciao.